Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich dann da rein muss. Ich gehe da jetzt einfach rein, wenn er das Maul aufmacht. Ich weiß nicht, ob ich dann noch was da reinschmeißen muss. Oder? Ob ich da einfach durchgehen kann. Okay. Das ist der Endboss. Oder kann ich diese Dinge hier aufheben? Nee. Fuck, ey. Okay, wie viel Leben habe ich noch? 5. Ich muss jetzt mit 5 Leben, muss ich diesen Drecksendgegner schaffen. Das war schon mal gut. So, ich warte jetzt hier so lange, bis ich ein Item bekomme. Fuck you. Boah, es ist so fucking... noch drüber geschossen. Warum hat er den jetzt nicht getroffen? Oh, fuck. Wovon ist das abhängig, dass ich den treffe? Okay, von oben muss ich den treffen. Tut mir leid, wenn ich jetzt sehr leise bin. Nein! Ah, ich hätte ihn nur noch einmal treffen müssen oder so. Okay, ich weiß aber jetzt, wie es funktioniert. Oh, die Musik ist so ekelhaft, ne? Okay, wenn der Mund auf hat anscheinend. Ich hab Zeit.
nicht getroffen. Oh! Ah, so knapp. Nein. Oh. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich hab's geschafft. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Oh Gott. Ich bin froh, dass ich's durch habe. Aber das war echt. Also es ist auf jeden Fall viel anders als die ganzen anderen Mario-Teile. Aber es macht super viel Spaß. Oh, Story. Mario schläft und das... Ach so, das war jetzt alles auch in seinem Traum. Ja. Er hat ja geträumt, dass er da irgendwie eine Tür findet und dann hat er sie in Wirklichkeit gesehen, was aber anscheinend auch nur wirklich in dem Traum war dann. Also hat er einen Traum im Traum gehabt. Ach ja, ich hab's durch. Cast. Mario. Luigi. Princess. Einfach nur Princess. Toad. Ah, jetzt kommen wir auch noch. Shy Guy. Die ganzen Gegners, oder? Sniffit. Ninji. Ninjis sind voll süß. Bizo. Wie heißen die denn alle, ey? Porkupo oder so. Tweeter. Bob Bomb. Ach genau, Bob Bomb. Hoopster. Trouter. Ach, das sind die Fische. Pitgit. Panzer. Oder Panzer. Flurry. Ach, das waren die, die auf dem Eis gerutscht sind. Albatros. Nee, Albatos. Fanto, Spark, Subcon, was ist das denn? Keine Ahnung. Puke oder Poke, Birdo. Ah nein, die laufenden Dinger sind Birdo. Und das ist Ostro. Ah. Autobomb, Kobrat, Mauser, jetzt kommen die ganzen Bosse. Fry Guy. Glorglip. Treeclide. Okay. Gut.
und der Boss. Bart. Er mag kein Gemüse. The End. Oder? Ja. Wunderschön. So. Ja, wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Anders als die anderen Spiele, aber auch cool. Wenn man denn das raus hat mit dem Leben bekommen bei der Slot Machine, was dann doch hin und wieder mal funktioniert hat und dadurch ich einen kleinen Lebensboost bekommen habe. Ich musste kein Continue benutzen, was ich sehr gut fand. Wobei es doch am Ende recht knapp wurde mit dem Leben, weil ich aber auch immer aufgeregter wurde und es bei der Slot Machine auch nicht mehr hingekriegt habe. Ja, jetzt habe ich knapp, ja doch, dreieinviertel Stunden habe ich jetzt aufgenommen. Habe jetzt genug Puffer. Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich als nächstes für ein Let's Play mache. Ich muss da mal meine Liste gucken, was da noch so drin steht. Also ich kann es jetzt noch nicht sagen. Wird dann eine Überraschung. Jo. Genau. Ich könnte es vielleicht noch... Genau, ich könnte ein bisschen noch ausführlicher was sagen. Also von der Steuerung her fand ich es eigentlich ganz okay. Also ganz gut eigentlich so, weil ich fand's ein bisschen blöd, dass das so extrem gerutscht ist. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Charakteren anders ist. Auf jeden Fall ist es mit den anderen Charakteren, denke ich mal, auch schwerer durchzuspielen. Ich denke mal, Peach ist die einfachste, weil die halt dieses Schweben hat und das Schweben ist schon sehr hilfreich. Ansonsten, grafiktechnisch fand ich das eigentlich auch sehr schön und hübsch alles. Musiktechnisch, ja, das ist halt ein alter Mario-Teil, da gibt es halt nicht so viel musiktechnische Abwechslung, aber so auf die Nerven ging mir die Musik jetzt auch nicht. Ja gut, im ersten Teil gab es ja auch noch zwei Musiken und hier gab es jetzt drei oder vier Musiken, ich weiß es gar nicht, Musiken. ja, aber ansonsten... Auf jeden Fall mal spielenswert. Und auch relativ einfach dann, wenn man das mit der Slotmaschine hinbekommt. Und wenn man mit Peach spielt. Ich will gar nicht wissen, wie das mit den anderen ist. Ich lasse das jetzt so beruhen. Ich habe das Spiel durchgespielt. Habe auch, glaube ich, nur eine Abkürzung gefunden. Und das war die von dem ersten. Von der ersten Welt. Nun. Okay. Dann werde ich mal gucken, gleich, was ich als nächstes Let's Playen werde. Denn ich habe ja noch eine Woche Ferien, muss allerdings arbeiten. Trotzdem muss ich ja keine Hausaufgaben und sowas machen. Deswegen werde ich dann morgen wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play, was auch immer es sein wird, dann wieder. Bis denne. Tschüss.